Noch vor ein paar Jahren waren Autos aus Korea eine günstige Alternative für all die Menschen, die Autos in erster Linie zur Fortbewegung sehen. Aber bei Qualität und Design hat sich viel getan und so ganz günstig sind sie inzwischen auch nicht mehr. Der Santa Fe von Hyundai will uns heute im ADAC Autotest zeigen, wie weit die Autos aus Südkorea inzwischen sind. Zumindest in Sachen Technik braucht sich der Hyundai Santa Fe nicht zu verstecken. Der 2-Liter Diesel unseres Testwagens leistet nicht nur 150 PS und ein stolzes Drehmoment von maximal 383 Newtonmetern. Er soll zudem die strenge Euro 6 Norm erfüllen. Diese Kraft sieht man dem koreanischen SUV auch an. Den Designern ist ein sportlicher Look gelungen, der uns etwas an den BMW X3 erinnert. Genau diesen Kundenstamm hat man bei Hyundai auch im Blick. Das Fahrwerk des Santa Fe ist recht komfortabel abgestimmt, was insgesamt gut zum Charakter des Wagens passt. Die Lenkung arbeitet schön leichtgängig, freilich wird sie damit sportlichen Ansprüchen nicht gerecht. Unser Testwagen hat Frontantrieb und ist damit mehr Schein als Sein. Das macht ihn aber sparsamer. Beim ADAC-Ausweichtest lässt sich der Santa Fe durch beherzte ESP-Eingriffe gut um das Hindernis lenken. Die Bremsen sind standfest und können das Auto schon nach knapp 36 Metern stoppen. Modern und schick zeigt sich der Innenraum des Santa Fe. Die Verarbeitung kann sich durchaus sehen lassen, genauso wie die verwendeten Materialien. Platz gibt es nicht nur auf den Vordersitzen und im Fond, vor allem der Kofferraum überzeugt mit seinem Stauraum von 475 bis 905 Litern. Auf unserem Ecotest-Prüfstand haben wir beim Hyundai Santa Fe einen Durchschnittsverbrauch von 6,6 Liter Diesel auf 100 Kilometer gemessen. Das ergibt eine CO2-Bilanz von 212 Gramm pro Kilometer. Da die Schadstoffwerte im Autobahnzyklus recht schlecht ausfallen, reicht es dann am Ende nur für 3 von 5 Sternen im ADAC Ecotest. Der Santa Fe ist ein guter Beweis dafür, dass die Autos aus Fernost inzwischen eine ernstzunehmende Konkurrenz für die deutschen Automobilhersteller sind. Unser Testwagen in Style-Ausstattung kostet ab 36.970 Euro. Er hat aber viele Extras an Bord, die anderswo Aufpreis kosten. Die Gesamtnote im ADAC Autotest 2,2.